Zuletzt gab es hier ein bisschen Chaos. Es ist nicht alles gelaufen wie geplant auf dem Softskill-Kanal, aber das klären wir auf im neuen Kanal-Update. Herzlich willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und ich begrüße euch zum Kanal-Update Frühling 2023. Wir hatten ja Anfang des Jahres die Umstellung von ein Video jede Woche auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus, Video jede zweite Woche. Allerdings hätte auch nach diesem neuen Schema Video jede zweite Woche eigentlich vorletzte Woche ein Video kommen sollen, kam aber keins. Sorry dafür, das war tatsächlich höhere Gewalt. Ich war schlicht und ergreifend krank. Wir haben es nicht geschafft, das Video rechtzeitig zu produzieren, konnten dann natürlich auch keins veröffentlichen. Das heißt, das war nicht geplant, hat sich so ergeben, musste im Endeffekt leider ausfallen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Thema wird nachgeholt. Das sollte eigentlich die Buchvorstellung zu The Managed Heart von Ali Russell Hochschild werden. Die kommt noch dazu später mehr. Bevor wir jetzt mit der Vorschau anfangen, erstmal wie üblich ein kurzer Rückblick. Wir hatten seit dem letzten Kanal-Update das Video zu Mental Load. Das hat mir ganz gut gefallen. Das war ein spannendes Thema. Zum einen ein Softskill-Thema, aber auch ganz allgemein spannendes gesellschaftliches Thema, gesellschaftliches Phänomen. Denke, wir haben uns da auch einen ganz schönen Überblick verschafft, haben uns da den Comic von Emma angeschaut, der das Ganze so ein bisschen losgetreten hat, haben uns ein deutsches Buch zum Thema angeschaut von Patricia Camerata. Denke, wir haben uns da einen schönen Überblick verschafft und ganz spannend. Auch so, ja, aktuelles Thema ist vielleicht übertrieben, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber ganz, ganz so schnell mahlen die Mühlen im Softskill-Bereich nicht. Da ist es schon ein relativ aktuelles Thema, das auch aktuell noch im Gespräch ist. Also denke, das war ein ganz spannendes Video. Danach hatten wir einen neuen Denkfehler uns angeschaut, und zwar den Self-Serving-Bias. Das war ein bisschen tricky am Anfang, das Video in der Vorbereitung. Ich hatte überlegt, wie mache ich das? Die, die es gesehen haben, wissen ja, der Self-Serving-Bias gehört zur Familie der Attributionsfehler. Da habe ich dann überlegt, wie mache ich das? Behandle ich den wirklich komplett losgelöst? Klammere diese anderen Attributionsfehler aus? Wäre dann ein sehr kurzes Video geworden, ein bisschen unspektakulär. Dann habe ich überlegt, ja, mache ich vielleicht ein Video ganz allgemein zu Attributionsfehlern, wo ich die verschiedenen Varianten durchgehe. Das wäre ein bisschen ausgeufert, wäre super lang geworden. Habe dann, denke ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ist, denke ich, ganz gut geworden im Endeffekt. Ja, und danach hätte eben eigentlich hier die Buchvorstellung zu The Managed Heart von Ali Russell Hochschild kommen sollen. Hat, wie gesagt, leider nicht geklappt, werden wir aber nachholen. Der Plan ist, dass diese Buchvorstellung jetzt als nächstes Video kommt. Also in 2 Wochen. Da bin ich auch ganz optimistisch, dass das klappt. Ich hatte das Skript schon vorbereitet. Wir machen jetzt, wenn alles gut läuft, heute auch noch die Aufnahme. Toi, toi, toi. Also, ne, in 2 Wochen kommt dann die Buchvorstellung zu The Managed Heart. Ansonsten allgemein ist die weitere Planung noch ein bisschen grob. Ich bin jetzt wieder einigermaßen fit. Ich denke, es wird jetzt wieder alles einigermaßen geregelt weiterlaufen. Wir haben jetzt ja auch den zweiwöchentlichen Rhythmus, der uns natürlich entlastet. Da sollten wir eher eine Chance haben, wieder aufzuholen. Ich gehe davon aus, dass in nächster Zeit nicht nochmal ein Video ausfallen wird, kann aber nichts garantieren. Also, wenn es blöd läuft, kann es passieren, dass in den nächsten Monaten, jetzt in der Zeit bis zum Sommerkanal-Update, nochmal eins entfällt. Aber ich gehe aktuell eher nicht davon aus. Was genau kommt, ist noch ein bisschen grob. Ich hatte Anfang des Jahres so eine ganz grobe Planung gemacht, so ein bisschen überlegt, was könnte ich wo bringen, wollte dann eigentlich diese Planung nochmal detaillierter machen in den letzten Wochen, hat aber eben auch nicht geklappt. Deshalb bin ich dann noch auf dem groben Stand. Also der grobe Plan ist folgender: Ich wollte auf jeden Fall das Thema Gewohnheiten, Habits in den Mittelpunkt stellen, ne, vom nächsten Block, von dem nächsten
Abschnitt bis zum Sommerkanal-Update. Da habe ich hier zum einen von Charles Duhigg The Power of Habit. Da möchte ich eine Buchvorstellung zu machen und zum anderen hier von James Clear Atomic Habits. Das sind so, denke ich, die zwei bekanntesten Bücher zu dem Thema Gewohnheiten, zu dem Thema Habits. Da habe ich jetzt noch keinen Fortschritt gemacht. Hier Power of Habit habe ich früher mal schon mal gelesen, muss ich aber auf jeden Fall nochmal lesen. Atomic Habits kenne ich noch gar nicht, also das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber aktuell ist noch der Plan, dass eben diese beiden Buchvorstellungen jetzt in den nächsten Monaten dann kommen. Ansonsten hatte ich angepeilt, das Thema Dark Patterns nochmal aufzugreifen. Ihr erinnert euch vielleicht, das hatte ich kurz angesprochen, als wir die Buchvorstellung hatten zu Nudge von Thaler und Sunstein. Dark Patterns, ganz kurz gesagt, gibt es beispielsweise im Internet. Das sind eben kleine Tricks, mit denen Benutzer dazu gebracht werden sollen, beispielsweise Datenschutzeinstellungen zu wählen, die eigentlich gar nicht zu ihrem Vorteil sind, Cookies zu akzeptieren, die sie eigentlich gar nicht wollen, einen Newsletter zu bestellen, den sie eigentlich gar nicht wollen und so weiter. Gibt es eben, wie gesagt, im Internet. Zum anderen gibt es das auch im Gaming-Bereich, gerade bei Mobile Games, ne, Microtransactions, wo die Leute dazu verführt werden sollen, Geld auszugeben. Also ganz interessantes Thema, passt natürlich gut in den Kontext Habits, Gewohnheiten, deshalb wollte ich das nochmal aufgreifen. Ich hatte ursprünglich überlegt, eben ein Video zu machen, Dark Patterns im Internet, ein Video Dark Patterns beim Gaming, muss ich schauen, wie ich es im Endeffekt mache. Also beides zusammen in einem Video würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, muss ich mal gucken. Ansonsten hatte ich angepeilt, auch wieder einen Denkfehler zu machen im nächsten Abschnitt. In den nächsten Monaten denke ich, das wird auch kommen. Eventuell Framing, das würde ganz gut hier passen vom Kontext. Und ich hatte ursprünglich einen Soft Skill Talk eingeplant. Den werde ich dann wahrscheinlich streichen, eben zugunsten hier der Buchvorstellung von The Managed Heart, die wir jetzt noch nachholen. Reihenfolge ist noch komplett offen. Also grob hatte ich geplant, dass eben die erste Buchvorstellung das dritte Video von jetzt an wird und die zweite Buchvorstellung dann das sechste, dass die so ein bisschen gleichmäßig verteilt werden, weil die ja viel Arbeit machen, viel Vorlauf brauchen. Aber es ist aktuell eben noch komplett offen, unklar. Wie gesagt, die Planung ist noch ein bisschen grob, aber ne, das ist so der aktuelle Stand zumindest. Das nächste Kanalupdate, das Kanalupdate Sommer, ist auf jeden Fall geplant für den 30.06. für die Kalenderwoche 26. Das ist relativ fix und was bis dahin kommt, wie gesagt, schauen wir, wie alles klappt. Ja, ansonsten, ich habe jetzt nicht so viel Themen hier für das Kanalupdate, ne? Da hatte ich jetzt auch nicht so viel Vorbereitungszeit. Eine Idee, die ich zwischendurch hatte, war, dass ich so ein bisschen auch mal Fundsachen präsentiere, interessante Artikel, auf die ich gestoßen bin, ne? Wo es jetzt nicht sich unbedingt lohnt, ein komplettes Video zu machen, die ich aber kurz ansprechen wollte. Und einen interessanten Artikel, auf den ich gestoßen bin, der betrifft eine Studie an der Harvard-Universität zum Thema Glück und Wohlbefinden. Beim Thema Glück denken wir vielleicht eher an eine andere amerikanische Universität, nämlich Yale. Lori Santos, The Happiness Lab. Das war ja vor einigen Jahren, hat da so ein bisschen Wellen geschlagen. Also Lori Santos hat an Yale eine Vorlesung oder ein Seminar gehalten zum Thema Glück, was macht uns glücklich, ne, war super populär, ist total gut eingeschlagen. Sie hat dann einen Podcast dazu gemacht, dass man eben auch außerhalb von Yale sich dieses Material anhören kann, auch sehr erfolgreich. Es gab, glaube ich, sogar eine Ausstellung, war hier in Frankfurt im Kommunikationsmuseum unter anderem, also sehr, sehr bekannt, spannend. Und da gibt es jetzt eben aber auch interessante Forschungsergebnisse aus Harvard, ganz spannend, und zwar haben die eine Langzeitstudie gemacht, die jetzt seit über 80 Jahren läuft, die 1938 gestartet ist, wo sie eben über 2000 Probanden über lange Zeit hinweg beobachtet haben, um eben zu ermitteln, was macht die Leute tatsächlich glücklich, was trägt tatsächlich zum Wohlbefinden bei. Und ein spannendes Ergebnis, das diese Studie hervorgebracht hat, ist gute Beziehungen. Spielen eine ganz große Rolle. Gute Beziehungen
machen uns gesünder, machen uns glücklicher, sind auch viel wichtiger als Dinge wie Wohlstand, beruflicher Erfolg, gesunde Ernährung, was auch immer man sonst so alles mit Glück in Verbindung bringt. Also unsere Beziehungen, die tragen ganz viel zu unserem Glück bei. Was ich auch einen interessanten Punkt fand, also ich verlinke euch natürlich die Artikel, die ich jetzt erwähne, unten in der Videobeschreibung. Auch ein interessanter Punkt da aus dem Interview mit den Verantwortlichen war, dass unser Verständnis von Glück und was uns glücklich macht, oft so ein bisschen in eine falsche Richtung geht, auch angeleitet durch die Darstellung in den Medien, dass wir oft so ein bisschen diese Idee haben, dass Glück etwas ist, das so ein Ziel ist, auf das man hinarbeitet, das man erreichen kann oder gewinnen kann durch Arbeit oder Glück oder was auch immer. Und das ist nicht unbedingt, wie das Ganze funktioniert. Und das ist auch eine Vorstellung, die ein bisschen heikel ist. Denn da ergibt sich dann leicht so die Idee, okay, ich bin hier. Die Dinge, die mich glücklich machen würden, die sind da drüben. Die sind weit weg und die sind außerhalb meiner Reichweite. Und ja, also jetzt geht's mir schlecht, weil die ganzen Glücklichsachen, die sind ja weit weg. Und vielleicht werde ich irgendwann glücklich, aber jetzt halt nicht. Und das ist eine heikle Richtung, das ist eher eine problematische Richtung. Also ganz spannend, wenn ihr Lust habt, schaut euch den Artikel gerne mal an. Und ich bin gestoßen auf zwei schöne soziale Initiativen, zwei schöne gemeinnützige Projekte. Ne, verlinke ich euch auch beide unten, die entsprechenden Artikel. Zum einen aus Deutschland, die Initiative krisenchat.org. Das ist so ähnlich wie die Telefonseelsorge. Also es geht darum, dass man da schnelle Hilfe von Experten bekommen kann. Ne, Psychologen, Psychologinnen, Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, sowas. Und der Witz bei krisenchat.org ist, dass sich dieses Angebot speziell an junge Menschen richtet. Ich glaube, bis maximal 25 Jahre. Und dass die Beratung eben über hier Messenger-Dienste oder SMS erfolgt, also über Chat, wie der Name schon sagt, eben mit der Idee, dass das eine Form ist, die vielleicht für junge Menschen eher den alltäglichen Gewohnheiten entspricht, die da vielleicht eher angenommen wird, wo vielleicht auch die Hemmschwelle ein bisschen niedriger ist. Und das scheint sehr erfolgreich zu laufen. Also laut dem Artikel ist da wohl der Ansturm sehr groß, großer Mangel eben an ehrenamtlichen Helfern. Also ist eine schöne Idee und scheint ja auch sehr gut zu funktionieren. Und die andere Initiative, über die ich gelesen habe, die heißt Le Papillons, zu Deutsch die Schmetterlinge, und stammt aus Frankreich. Und da geht es eben darum, Kummerkästen aufzuhängen für Kinder in Schulen und in Sportvereinen. Dass man beispielsweise in der Schule dann so einen Kummerkasten hat, in der Cafeteria zum Beispiel, wo die Kinder Briefe einwerfen können, die dann von Experten, also auch wieder hier ne, Psychologen, Psychologinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, eventuell auch die Polizei, die da gelesen und dann auch beantwortet werden, wenn die ne, ihren Namen angeben. Und das ist eben auch sehr erfolgreich gelaufen. Also hat jetzt so ein bisschen natürlich eine düstere Note, denn durch dieses Projekt ist erstmal sehr viel sexueller Missbrauch ans Tageslicht gekommen. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, sexueller Missbrauch ist ein Thema, wo es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, weil eben viel so im familiären Umfeld stattfindet, was dann nie wirklich rauskommt, nie wirklich angezeigt wird etc., nie aufgeklärt wird. Und da scheint eben dieses Projekt, diese Initiative einen Beitrag zu leisten, dass da eben mehr Betroffene Hilfe bekommen, die normalerweise, ne, das Thema normalerweise gar nicht auffallen würde, gar nicht gesehen würde. Also schöne Initiative, die vielleicht da helfen kann, diese Dunkelziffer ein bisschen zu reduzieren. Zum Abschluss noch ein, zwei Worte über den Kanal. Zuerst einmal wollte ich kurz was sagen zu Kommentaren. Grundsätzlich ist
meine Absicht, mein Vorsatz, dass ich alle Kommentare beantworte, die hier ihr im Kanal schreibt. Der Kanal ist da relativ klein, die Anzahl an Kommentaren ist überschaubar, das heißt, das ist zu bewältigen. Also ich versuche immer, dass ich zumindest ne, so eine kurze Antwort, ne, danke für das Lob oder so, schreibe. Und ne, eurem Kommentar da so ein Herzchen gebe, dass ihr eben wisst, dass ich den auch tatsächlich gelesen habe. Denn ich freue mich ja, wenn ihr euch die Mühe macht, Kommentare zu schreiben. Manchmal kann das ein bisschen dauern, also manchmal kann es ein paar Tage dauern. Gerade jetzt natürlich, wo ich krank war, hat sich das zum Teil ein bisschen gezogen. Da hat es auch manchmal eine Woche gedauert. Und es kommt auch manchmal vor, dass die Technik da nicht so ganz mitspielt. Was ich ein, zwei Mal bei YouTube jetzt schon hatte, ist, dass ne, hier, ich krieg da angezeigt, neue Kommentare, dass da auf einmal dann ein Kommentar drin war, wo YouTube gesagt hat, ja, der ist jetzt einen Monat alt. Und ich gesagt, was, wieso einen Monat alt? Ich habe doch in dem letzten Monat mich 1000 Mal eingeloggt und es war nie was da. Warum jetzt auf einmal? Also die Technik spielt da wohl manchmal nicht so ganz hundertprozentig mit. Aber ich glaube, in der Regel klappt das mit den Kommentaren ganz gut. Ein bisschen einschränken muss ich, wenn es um Kommentare geht, die Antworten auf andere Kommentare. Also wenn ihr zum Beispiel einen Kommentar postet und ich antworte dann drauf und ihr schreibt dann auch nochmal was. Zum einen ist es da so, manchmal antworte ich da nicht nochmal, wenn ich den Eindruck habe, ne, es ist alles gesagt, es ist alles fertig. Dann gebe ich aber trotzdem eurem Kommentar dieses kleine Herzchen, um eben zu zeigen, ich habe den gelesen. Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich solche Kommentare tatsächlich übersehe, weil die mir eben bei YouTube nicht so exponiert angezeigt werden wie ganz neue Kommentare. Das heißt, manchmal übersehe ich die oder kriege das nicht mit und die werden dann ein bisschen vergessen oder ich sehe sie dann erst später. Ne, ist nicht böse gemeint, ist dann einfach, wie gesagt, tatsächlich übersehen. Genau, ansonsten, ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich in diesem Video oder in diesem Update was sage über Monetarisierung. Gab es jetzt natürlich auch keinerlei Fortschritt, ne, aus den gegebenen Gründen. Also das Thema kommt dann irgendwann später nochmal. Ja, ich hoffe generell, dass sich jetzt hier beim Kanal alles wieder einpendelt, wieder geregelt weiterläuft, dass wir bei der Produktion wieder aufholen. War jetzt eben echt ein bisschen blöd, dass dieses ausgefallene Video gerade jetzt kam nach der Umstellung auf den zweiwöchentlichen Rhythmus, wo es ja dann eh weniger geworden ist. Dann hat sich jetzt alles ein bisschen blöd ergeben. Entschuldigung dafür. Ich denke, das wird jetzt alles wieder ein bisschen seinen geregelten Weg gehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.